Guten Abend und herzlich willkommen zu Kerben, die zweite. Kerben ist das neue Format hier im Schauspielhaus. Das ist eine Open Stage mit nicht einfach vorbeikommen und alle gegen alle, sondern mit Anmelden. Und Anmelden geht bei kerben@theater-magdeburg.de. Wenn ihr also das Gefühl habt, ihr müsstet mal auf die Bühne hier, wo es so schön aussieht und auch so schön klingt, vielleicht, kann ich von hier oben nicht einschätzen, weiß keiner. Doch, deine Stimme klingt super. Dann bitte anmelden und mitmachen. Das nächste Mal ist am 30.01. Wir machen das also monatlich ungefähr. Heute haben wir ein sehr, sehr buntes Line-up. Und zwar haben wir am Anfang als erste Band Element of Krakau. Dann kommt Antje Mehnert, dann kommt Albert Deutschmann aus Berlin. Dann kommt das Duo Querido und Müller und am Schluss als großer Höhepunkt kann man vielleicht hier an diesem opulenten Aufbau von diversen Sachen erkennen, kommt Harlekin. Genau, die sind zu zweit, da freue ich mich sehr drauf. Außerdem ist der offene Kanal da, die haben hier so Kameras aufgebaut an diversen Orten. Hier und da und da. Und die geben sich Mühe, das Bühnengeschehen zu filmen. Es kann allerdings passieren, dass vielleicht auch das eine oder andere Gesicht aus dem Publikum ins Bild gerät. Möchten Sie nicht, dann bitte unterschreiben Sie jetzt. Ach so, du hast recht, in dem Fall wäre es auch Quatsch. Ja, also für alle anderen gilt, freundlich oder interessiert gucken, weil wir können nicht garantieren, dass die Kamera nicht mal ausrutscht. So, jetzt habe ich wieder zu viel geredet. Yeah. Und möchte also endlich meine bezaubernde Mitgastgeberin Daria vorstellen. Kriege ich auch eine Woo? Also Entschuldigung, danke. Danke. So, und da ich so gerne erzähle und auch über mich erzähle, habe ich extra heute mal den Zettel, wo steht, wer Daria überhaupt ist. Wir kennen uns natürlich jetzt schon einigermaßen und kommen, also es läuft auch ganz gut, aber ich versuche mal kurz hier vorzustellen. Also, hier steht, Daria wuchs als Kind einer polnischen migrantischen Familie auf und ratet mal, wer noch doppelter halber Pole ist. I don't know. Ja, ich auch. Szymanski, ist das ein Hinweis? Yay. Genau, und sie kümmert sich um interkulturelle Kommunikation, ist Beraterin, Moderatorin und baut ein Netzwerk für geschlechtliche Vielfalt in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen auf. Und jetzt ist sie in Magdeburg und heute auch mal hier. Yeah. Was heißt heute auch mal? Letztes Mal war ich auch dabei. Stimmt. Ja, vielen Dank. Genau. Vielen Dank auch für die einleitenden Worte und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Uns ist natürlich klar, dass Sie alle hier hergekommen sind, um den wundervollen KünstlerInnen zu lauschen, die hier heute Musik machen wollen. Und trotzdem an der Stelle noch ein kurzes Wort von Seiten der OrganisatorInnen von unserer Seite aus zu dem Raum, den wir hier ja gemeinsam mit Ihnen auch gestalten wollen. Wir verstehen uns eben nicht als ein politfreier Raum, sondern als ein Raum, der gesellschaftspolitisch auch orientiert ist und ein Freiraum für Kunst, Kunstschaffende und Kultur darstellen soll. Entsprechend freuen wir uns natürlich auch über sehr diverse KünstlerInnen, die Lust haben, diese Bühne mit uns zu füllen. Und heute erst, als wir uns oben fertig gemacht haben, hübsch gemacht haben, nur für Sie, sind wieder die MontagsdemonstrantInnen vorbeigelaufen. Wir haben alles mitbekommen, was da von sich gegeben wurde. Und leider sind eben solche Freiräume wie dieser hier nicht unbedingt Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, sie werden immer häufiger angegriffen, in Frage gestellt. Sie werden es mitbekommen haben, erst vor kurzem wurde ein Terrornetzwerk hochgenommen, die sich das Königreich Deutschland herbeisehnen. Ob in diesem Königreich freie Bühnen vorgesehen sind, ist dann auch fragwürdig. Genauso wurde erst vor einem Monat im Landtag in Sachsen-Anhalt große queerfeindliche Parolen geschimpft, als eine Politikerin sich für Vielfalt ausgesprochen hat. Die Morde im Iran, die Hinrichtungen im Iran gehen weiter, der Krieg in der Ukraine tobt und die Liste ist endlos, was es bedeutet, wenn wir eben nicht für Freiheit und Gemeinschaft miteinander einstehen. Und wir sind nur ein kleiner Raum der Kunst, aber wollen uns trotzdem eben in diesem Sinne auch hier mit Ihnen zusammen verorten und für Vielfalt und Freiheit auch stehen. Und das ist uns an der Stelle nochmal wichtig. Applaus.
Jetzt wurde ich ja vorgestellt und bei dir weiß man immer nicht, soll man dich noch vorstellen, weil ich bin ja so neue Magdeburgerin und ich habe das Gefühl, egal wo ich hinkomme, Szymanski, Szymanski, Szymanski in aller Munde und aller Ohren. Aber das ist auf jeden Fall Hausfreund Szymanski. Danke sehr, ihr seid sehr höflich. Und du bist ja professioneller Dilettant, habe ich gelesen. Und das steht auf meinen Karten, wirklich. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Kannst du mehr dazu sagen? Was machst du eigentlich für Kunst? Wie bist du zur Musik gekommen? Und ich weiß nicht, ob Sie es alle wissen, wie ist Kerben im Plural, wie ich letztes Mal gelernt habe, eigentlich entstanden? Kannst du uns dazu noch mehr sagen? Soll ich wirklich? Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja. Weil es okay, also Kerben ist ja der Plural von Kerbe. Und Kerben ist ein sehr schönes Wort. Ich mag das sehr gerne und es wirft viele Fragen auf. Das ist für mich eigentlich schon Grund genug, das gut zu finden. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich hier irgendwo eine Kerbe finde. Zum Beispiel die Becken vom Kollegen, die haben so ganz feine Kerben nur. Und das Lustige ist halt, alles was Kerben hat, macht halt sofort Geräusche, wenn man... Oh, das klingt schon mal sehr schön. Okay, okay, okay. Und okay, sehr leise, sehr, sehr leise. Und vielleicht sind ja die Kerben, also das weiß natürlich keiner, woher sollen wir das alles so genau wissen, aber womöglich beziehen sich die Kerben ja auch auf unsere eigenen Kerben, auf die wir vielleicht verstecken oder die wir nicht verstecken, auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, auf die wir stolz sind oder nicht so stolz sind, weiß ja keiner. Darum heißt das Kerben. Und warum es das gibt, ist, damit man halt so einen Abend hat wie heute. Ich weiß nicht, was passiert, weil ich kenne tatsächlich die Hälfte der Acts nicht, bin also super gespannt, aber eine Bühne zu schaffen, die so toll aussieht und wo alles auch noch gut klingt, weil es auch noch technische Helferlein gibt, die dafür sorgen, dass das halt so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist für die Künstler ein riesen Luxus und ich habe das sehr genossen oder genieße das nach wie vor, dass ich also als Hausfreund Szymanski mir die Gitarre auf den Rucksack, auf den Rücken schnalle, irgendwo hinfahre mit dem Zug und dann in Leipzig, Berlin, Halle, wo auch immer sowas stattfindet, wo man auf mit dem Zug hinkommen kann, zu so einer Open Stage zu gehen, da zu spielen, einen guten Sound auf der Bühne zu haben, ein Publikum, was zuhört und interessiert ist vielleicht und halt noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 andere Leute zu treffen, denen es genauso geht wie einem selber. Das ist so cool und deswegen bin ich total froh, dass wir das hier in Magdeburg jetzt auch haben. Hammer. Wie schön, aber ja. Au. Ja, ja, wir nehmen jeden Applaus, den wir kriegen können, gar kein Problem, her damit. Heute bist du ja nicht besonders weit mit dem Zug gefahren, aber du hast uns ein Lied mitgebracht. Ach ja, das stimmt. Und wer jetzt auch neugierig ist, was Hausfreund Szymanski eigentlich so produziert, der wäre jetzt eingeladen zuzuhören und ich würde dich bitten, vielleicht die Open Stage zu eröffnen. Aber bitte alle anderen bitte auch zuhören. Also wer quatscht, wird auseinandergesetzt während der Performance. Ja? Okay, ich versuch's mal. Ja? Danke. Sitzt du jetzt da hinten? Das finde ich gut. Ja, naja. Das muss ich hier gleich noch mit meiner dritten Hand. Danke sehr. So, jetzt habe ich zwar vorhin schon gestimmt, aber es ist ja Winter. Und meine Gitarre ist eine echte Spanierin. Das heißt, die kann das noch weniger leiden als ich. Ich habe echt nichts dagegen. Ja, genau. Jetzt würde man natürlich denken, das hätte der doch vorher machen können. Hat er. Nützt aber nichts. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass also sowohl erst zu erzählen, auf Zettel zu gucken und dann auch noch ein Lied spielen, das übersteigt eigentlich meine Fähigkeiten. Und eigentlich müsste ich auch einen Schluck Ingwertee trinken, weil ich gehöre genauso wie alle anderen hier im Raum zum Opfer von Atemwegsinfekten, die nicht Corona heißen. Ich mach das mal kurz, ja, ihr habt ja Verständnis.
Und ich habe es jetzt nicht mit Absicht so spannend gemacht, das schwöre ich. Könnt ihr die Gitarre schon hören? Wenn ich auf dem Monitor noch ein bisschen mehr davon haben könnte. Bin der charmante Schamane, komm mit mir in mein Tipi. Ich mach mit dir Rituale, koste dich nur ein Fuffi. Charmante Schamane, ich hab uraltes Wissen. Leg dich dort auf die Couch, leg deinen Kopf auf das Kissen. Charmant, charmant und sehr interessant, dank meiner Fähigkeit in Stadt bekannt. Charmant, charmant und so elegant, bald schon frisst auch du mir aus der Hand. Charmante Schamane, du stehst auf meine Aura. Ich mach dich wieder heil, du machst dafür bei mir sauber. Bin der charmante Schamane, na klar kannst du mir vertrauen. Bei dir kann ich ohnehin karmisch nicht mehr viel versauen. Charmant, charmant und sehr interessant, dank meiner Fähigkeit in Stadt bekannt. Charmant, charmant und so elegant, bald schon frisst auch du mir aus der Hand. Aber warum machst du mich so heiß? Na, weil ich alles weiß. Und warum zahl ich jeden Preis? Immer, Baby, ich verschreib dir geilen Scheiß. Warum machst du mich so heiß? Na, weil ich alles weiß. Und warum zahl ich jeden Preis? Weil ich alles weiß. Mach ich dich so heiß. Charmant, charmant und sehr interessant, dank meiner Fähigkeit in Stadt bekannt. Charmant, charmant und so elegant, bald schon frisst auch du mir aus der Hand. Charmant, charmant und sehr interessant, dank meiner Fähigkeit in Stadt bekannt. Charmant, charmant und so elegant, bald schon hab ich auch dich in der Hand. Danke sehr. Das Lied heißt Charmant und ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Mit meinem Charme. Und du darfst die Bühne verlassen sogar. Danke. Aber vergiss dein Mikro nicht. So, oh nee, das geht gar nicht. Jetzt, so. Jetzt nochmal einen großen Applaus bitte für Hausfreund Szymanski. Vielen lieben Dank dir, du charmanter Schamane. Und als nächstes, was suchst du? Aha. Suchen wir den Ingwer-Tee. Bitteschön. So, als nächstes darf ich ein Duo auf der Bühne begrüßen, das den weiten Weg von, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, Ostelbien auf sich genommen hat und hier angereist ist und gemeinsam sie mit Liedern beglücken möchte. Sie kommen schon angeschlichen. Begrüßen Sie mit mir Element of Crime auf der Bühne. Nicht Element of Crime, Element of Krakau. Aber der Name ist natürlich entsprechend entlehnt. Und mehr erfahren wir gleich, aber erstmal einen dicken Applaus für diese. Ich bleib einfach hier.
Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du. Am Ende des Regenbogens legt der Regen noch einen Zahn zu und überflutet im Überschwang gleich hinter dem S-Bahn-Übergang den Weg mit leeren Flaschen, Steinen und Schlamm. Und dann geh ich noch einmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Treulos ist die Sonne und treulos warst auch du. Beim Kauf eines neuen Lebens gibt's ne Gratis-Zigarre dazu. Die rauch ich auf dem Heimweg weg, da stört es keinen. Und heimlich steck ich dein Bild in eine Tonne, damit in Brand. Und dann geh ich noch einmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Schön war das Leben, schlecht war die Welt, gut war die Liebe und böse das Geld, bis ich der Hund und lieb war das Pferd. Und heute ist es genau umgekehrt auf dem Kurfürstendamm. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Oben ist da, wo du bist, und unten ist da, wo ich in Gummistiefeln drauf warte, dass alle paar Stunden sich der Himmel einmal um sich selber dreht und irgendwie die Zeit vergeht, die man braucht, um zu begreifen, dass man noch lebt. Und dann geh ich noch einmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Ja.
Vater zu viel Angst hat, im Hinterhof auf Rattenjagd zu gehen und der alte Kammerjäger nicht zurückruft und wir uns im Baumarkt wiedersehen. Über dir, dieselben Sterne. Immer wenn die alten Freunde heimgehen und du allein an einer Ecke stehst, an der seit Jahren nur noch schwarze Taxis halten und du dich freust, dass du noch lebst. Über dir, dieselben Sterne. Dieselben Sterne. Über mir dieselben Sterne. Über mir dieselben Sterne. Dankeschön. Ich wär so gern ein Gummibär, da gibt's die gelben und die roten. Das sind alles Vollidioten. Ich hätte tausende Kollegen. Wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und erspart blieb mir das um die Häuser ziehen. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Trübe ist die Aussicht, trüge ich das Wort, gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb. Da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Die Luft am schlimmsten ist das Atmen intensiver und das Husten attraktiver.
als irgend sonst wo auf der Welt. Und irgendwer hält immer den Glühweintrinker Fahne hoch. Da geht am Ende viel daneben, so wie überall im Leben. Wer nicht mehr stehen kann, fällt hin, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Ein Raube ist der Nebel, ein Penner ist der Tag, ein Loch ist da, wo gestern noch der Minigolfplatz lag. Da kommt jetzt ein Einkaufszentrum hin, da kannst du dir was Schönes kaufen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Die brauchen da Folklore, wie die Junkies ihre Schore. Und wenn die Blaskapelle lernt, sind alle Sorgen weit entfernt. Und ob du deine Currywurst mit oder ohne Darm isst, ob reich du oder arm bist, da guckt kein Schwein genauer hin, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Rotes Curry Ketchup, grüne Steuerbord, trenn die Spreu vom Weizen und wirf den Weizen fort. Ich hab noch irgendwo ein warmes Bier zu stehen, du kannst die Blumen damit gießen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Auf der Lauer, da wo einst die Mauer die Welt zerteilte wie ein Kamm. Und irgendwo klar, dass wohl zwischen dir und mir, sagst du, nichts Richtiges mehr werden. Doch im Himmel wie auf Erden kann keiner in die Zukunft sehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Komm zu mir nach Hause auf eine Tasse Tee. Ich zeig dir meine Sammlung von Steinen aus der Spree. Die sind rund und schwer und glatt und schmutzig grün. Die bringen wir alle noch zum Weinen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Dankeschön. Einen dicken Applaus für Thomas Hane am Akkordeon, bitte nochmal. Oh, danke, vielen Dank. Und auf der Podcast an der Gitarre. Ich habe ein paar Fragen. Also sind wir leider weder in Berlin, noch habe ich Tee, aber wollt ihr ein Bier? Später. Später. Okay. Später. Ja. Ich komme mal zu euch hoch. Ja, ist das okay? Super. So, also ihr seid jetzt nicht Element of Crime, habe ich gerade gelernt, ja? Nee. Auf Krakau. Genau, ihr seid Element of Krakau. Wie kamt ihr denn zu eurem Namen? Naja, anlehnend an Element of EOC ist bezeichnend, ja. Und da wir in Krakau wohnen und Element of Crime spielen, also als Coverband, daher kommt der Name EOC. Element of Krakau.
Sehr schön. Und ich habe gehört, anfangs hat die Kritik eher so gesagt, geht gar nicht. Mittlerweile sagen Sie, wo spielt ihr als nächstes? Zumindest stand das so auf meinem Zettel. Na ja, das ist wie habt ihr euch denn entwickelt und wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Ehrlich gesagt, ganz genau weiß ich es auch nicht, aber ich glaube so 5 Jahre. 6 Jahre. Ja, 6 Jahre. Also, ich bin da hingezogen. Otto ist in die gleiche Straße gezogen, wo ich wohnte. Und genau. Und beide wussten durch Nachbarn, dass wir Musik machen, aber einzeln. Und da hat uns jemand zusammengeführt und seitdem machen wir das und spielen dieses Programm ja noch naja. Andere Sachen natürlich auch. Ja, Otto kam dann an, ich sage, was spielst du denn so? Naja, Element of Crime, ich sage, hey, was ist denn das? Kenne ich nicht. Naja, und dann jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann bringt er halt einen neuen Song mit und irgendwann waren es dann so viele. Ja, läuft bei euch, würde ich sagen. Und kann man euch noch woanders hören, außer hier bei uns, exklusiv auf der Bühne im Theater Magdeburg? Vor 2 Wochen waren wir in Krakauer 66. Im Bioland. Hat man ein Heimspiel, ja. Da konnte man uns hören. Demnächst ist jetzt noch nichts offen, also wir haben Zeit. Es wird noch informiert. Habt ihr Lust auf noch einen Song von Element of Krakau? Ich auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei Dankeschön. Seid. Und hier wir später. Danken auch. Einen haben wir noch. Ja, der nächste heißt Damals hinterm Mond. Und bei vielen Element of Crime Songs weiß man ja gar nicht, was sie so gemeint haben. Manche sind selbsterklärend. So also dir wahrscheinlich auch. Dieser hier, der geht wahrscheinlich darum, dass die Alten immer sagen, die waren schon immer so schlau, wie sie heute sind. Dabei stimmt das gar nicht. Als die jung waren, da waren die auch noch alle hinterm Mond. Und das Leben war ganz anders. Und wir nehmen an, dass Sven Regner das hier im Kopf hatte, als er das hier schrieb. Hinterm Mond. Der Whisky war ein Kitzel und das zweite Glas unser ganzes Hab und Gut. Damals hinterm Mond. Zu trinken gab es nie zu viel und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir gelacht? Damals hinterm Mond. Dein Blick war ein Versprechen, nichts als Lächeln war die Welt, der Mensch war gut. Damals hinterm Mond. Regeln waren zum Brechen da, wir kämpften mit der Kraft gesunder Wut. Damals hinterm Mond. Zu streiten gab es nie zu viel und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir geliebt? Damals hinterm Mond. Damals hinterm Mond. Der Baggersee war Ozean, die Ente war ein Schwan, ein Topf, ein Hut. Damals hinterm Mond. Zu spielen gab es nie zu viel und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir gelacht? Damals hinterm Mond.
damals hin zum Mond. Damals hin zum Mond. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Element of Krakow für euch. Sag mal, was machst du da mit deinen Füßen eigentlich? Was passiert denn da? Schlagzeug ist das. Hast du jemanden, hast du etwa jemanden outgesourced, sag mal? Hast du einen Arbeitsplatz vernichtet? Was gibt's denn da? Ich bin dagegen. Nein, ich bin super. Danke sehr. Ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert. Heute ist ja hier, der Trend geht heute ja zum elektronischen Hilfsmittel. Ja, wir sehen hier schon iPads, elektronische Fußschlagzeuge. Ich habe ja mal irgendwann die Schlagzeugerkarriere so fast an den Nagel gehängt. Und das hatte vor allen Dingen logistische Gründe. Ja. Und wenn ich heute auch nur ein Kabel mehr als mein Gitarrenkabel mitschleppen muss, bin ich schon so ein bisschen sauer. Und jetzt könnt ihr live erleben, warum. Ja, vielleicht kann ich ja die Zeit nutzen und euch schon mal ein bisschen neugierig machen auf die nächste Gästin. Das wird nämlich Antje sein, oder? Stimmt, oder? Ja, ja. Antje wird zur Gitarre Lieder singen. Ja, ich glaube, oder? Wir können jetzt hier, glaube ich, schon so ein bisschen parallel auf- und abbauen. Ich habe die Kollegen auch gebeten, alle ihre Notenständer mitzunehmen. Du kriegst denn diesen hier. Wo möchtest du sein? Da so? Ich habe Angst, dass wir gleich... Warte, ich mache das schon. Ich werde es erstmal festschrauben. Jetzt, ich mache das. Ich bin ja nicht so... Vielleicht können wir die Umbaupause auch noch dafür nutzen, sie aufmerksam zu machen darauf, dass es nebendran auch leckere Getränke gibt, die Sie natürlich gerne erstehen können, um sich die Kehle feucht zu halten. Also bedienen Sie sich gerne drüben an der Bar oder also kaufen Sie ein, nicht einfach bedienen. Das wäre eher schlecht, dann hätten wir Probleme auf jeden Fall. Und genau, können auch gerne die Umbaupause dafür nutzen, noch ein kurzes Getränk zu holen. Ich mache auch gerne einfach weiter mit dem Werbeblock. Wir freuen uns immer über wundervolle KünstlerInnen, die Lust haben, auch in den nächsten Monaten bei uns aufzutreten. Wenn Sie Interesse haben, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gern bei uns. Wir sagen auch im Laufe des Abends definitiv nochmal die E-Mail-Adresse durch. Ich kann die nicht auswendig, leider. Und ich glaube, Szymanski, ich kann eigentlich... Wollt ihr euer Bier mitnehmen? Ja. Cheers. Wie bitte Dank was? Was, wie hast du, was hast du gerade über mich erzählt und ich habe es nicht mitbekommen? Ja, das wüsstest du gerne. Du kannst jetzt auf jeden Fall nochmal gerne die neue Gästin anmoderieren. Also Antje darf, wie die Kollegen eben auch, du darfst erst spielen und dann wirst du nochmal von mir verhört, oder? So war das, ne? Mhm. Genau. Dann Applaus und Bühne frei für Antje Mehnert. Yeah. Makas, the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. That's the island greeting that we send
So, also ihr habt schon gemerkt, mein Thema ist gerade Weihnachten. Ein bisschen. Ich versuche es ins Leben zu bringen. Yeah.
Antje, ich muss dich darauf hinweisen, dass du ins Mikrofon reden musst, sonst kann dich niemand verstehen. Ja, das war jetzt keine Kritik, aber die das war jetzt inoffiziell. Kollegen, du hast mich einfach so begrüßt. Oder das war nicht für die Kamera bestimmt. Cool. Wir sind im Prinzip Nachbarn und ich wusste aber nicht, das, was hier auf meiner also in meinem Riesenpamphlet hier aus Informationen, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich habe das alles schon weggeschmissen. Mir ist das alles hier viel zu viel Zettel. Das bringt uns ja auch zu, also darüber möchte ich ja auch mit dir sprechen. Aber erstens, du bist, über viele Zettel über möchte viele ich auch Zettel. Sprechen. Okay. Aber das andere, was hier steht, ist, du bist Musiktherapeutin. Ja. Ich wusste das nicht. Tja, was ist das für ein Beruf, was macht man da? Na, da macht man Psychotherapie mit Musik. Also ich mache das mit Kindern und Jugendlichen. Improvisation, ja. Singen und so in Kontakt kommen, weißt du? Weißt du bestimmt, dass das was bringen kann? Mit Musik? Mhm. Grundsätzlich glaube ich ja. Ist das? Du machst das ja, aber du machst das Vollzeit und vormittags und so, richtig? Ja. Ja, krass. Ja. Und wo machst du das? Ich mache das im Klinikum in Magdeburg, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Krass. Bin ich eine von zwei Musiktherapeuten. Cool. Ja. Ja, wow. Genau, das schüchtert dich ein, stimmt's? Das ziemlich, schüchtert oder? Mich. Nee, ich finde das super. Ich finde das super interessant. Nein, ich finde das super interessant. Also Ist es auch. Ist ein sehr schöner Beruf. Ja. Mhm. Genau. Und darüber das zweite. Mit den vielen Zetteln. Genau, wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Ich habe gesagt, so Mann, überall diese Notenständer. Mich stresst das ja schon, wenn ich hier so mehrere Blätter in der Hand habe, dann schmeiße ich die runter, dann weiß ich nicht mehr, was los ist. Mhm. Und du hast vorhin was Interessantes gesagt, dass ich habe dich gefragt, wie das ist mit dem Notenständer. Du hast gesagt, wenn ich mich auf die Leute konzentriere und dann kann der Kontakt zu viel werden, dann hole ich mich zurück, indem ich halt das ist dann quasi wieder ein geschützter Raum. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wow, das klingt so ähnlich. Ich war ja früher viel Schlagzeuger und dachte immer so, das Schlagzeug ist auch wie so ein Panzer. Man ist zwar der Lauteste, aber man versteckt sich auch so ein bisschen so hinter seinem geschützten Raum. So, das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ja, so, also das ist vielleicht nicht so laut hier, aber es ist ein Ankerpunkt, auf den ich mich immer beziehen kann. Und auch natürlich, ich mache ja auch manchmal die Augen zu beim Singen oder so. Machen ja manche auch mehr oder weniger. Mhm. Und da kehre ich dann zu mir zurück, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu viel draußen oder so. Ja, ich finde das super interessant. Ich finde das voll spannend. Ja. Während für mich war das früher immer so, wenn ich viel Noten dabei haben musste, ich hatte immer Schiss, dass ich das ging mir immer so. Ich bin durch den ganzen Veranstaltungskomplex, das war irgendeine Riesenhalle und ich bin überall durchgestromert auf der Suche nach meinem blauen Ordner, wo alles drin stand, was ich wusste. Und ich dachte so, scheiße, es fällt heute alles aus, weil ich finde meinen Ordner nicht. Hab ihn dann gefunden. Naja, Antje singt noch ein Lied, stimmt das? Das stimmt. Was singst du jetzt? Ich singe jetzt ein Lied, das heißt Gabriellas Song. Das ist ein dänisches Lied, das auch in dem Film Wie im Himmel mal vorgekommen ist. Das habe ich jetzt so, als ich das anders kennengelernt habe, da gesehen. Ein Lied über, ich würde so sagen, über die eigene Kraft, über eigene Sehnsucht, sich zu entfalten, man selbst zu sein. Okay, und du weißt aber schon, dass wir nur ausnahmsweise heute so viel Cover zulassen. Ja, ich weiß. Schreibst ich habe mich reingeschlichen. Schreibst du eigene Lieder auch? Also ich habe es schon getan. Und beim nächsten Mal hören wir dann eins, ne? Oder zwei oder drei. Mal gucken. Okay. Ja? Hast du gerade ja gesagt? Oder? Nee, habe ich nicht. Na gut, dann höre ich jetzt auf. Vielleicht schreibe ich ja mal eins in nächster Zeit, wer weiß. Ja, zu Ende schreiben ist das Problem. Anfang ist kein Problem. Zu Ende schreiben. Du hast recht, Ende schreiben. Da liegt was Angefangenes rum. Du hast recht. Hm. Gut, wir sind gespannt. Aber jetzt nochmal, Antje, mit einem Fremdenlied. Fremdenlied. Thank you.
Do you know I'd leave it damit ihr ihr Fut entstünde på jorden på min skæbne har ført mig hit. Do you know jeg skal være stærk ihr jeg selv findet vejen jeg går og min trøst den findes i mit hjerte, som har vist mig en liten bit. Åben himmel er et mesterværk. Jeg kan kjenne at jeg lever live som jeg vil. Jeg kan kjenne at jeg lever. Jeg skal være alt til. Danke, Antje. Antje, wann ist dein nächster Gig? Am Donnerstag bei der Weihnachtsfeier meiner Kinder- und Jugendsicherheit. Da dürfen die nicht kommen, die Menschen, oder? Nee, das ist nicht offiziell. Edge. Tja. Aber es wird weitere bestimmt geben. Gut. ja, danke, Antje. Das war Antje Mehnert für euch. Wenn du möchtest, es gibt hier bei uns am... naja, es gibt jedenfalls was zu trinken. Falls du möchtest. Ich möchte. Ja, wir haben Gast Nummer 3. Und das wird der... Oh Mann. Naja, wie ich gesagt habe, das mit den Zetteln ist genau mein Ding. Albert Deutschmann kommt jetzt aus Berlin. Ach, guck mal, da ist er. Was brauchst du noch? Albert steht. Ich war es, glaube ich, nicht, oder? Weiß? Ich glaube, es kommt von da drüben, hat das angefangen. Nicht bei mir, oder? Ich habe mich, glaube ich, hier eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Naja, ich. Soll ich das jetzt hier. Mann. Wir hatten das hier Hallo. Soll ich das jetzt hier wirklich machen mit einer Hand? Oder soll ich es am besten so lassen? Weil wenn es einmal liegt, dann liegt es ja, ne? Also hier unten, das mit den Tripods, ne? Der eine Fuß muss immer in Richtung von da oben vom Schwerpunkt. Also, Markus. Ich glaube, es ist Markus schuld, oder? Ja. Das sind ja nicht meine Mikrofone, das sind ja deine? Meine. Na. Er war's. Hier, guck mal, hier, hallo. Mann!
Hier ist das Gleiche mit der Triangulation von diesen Ständern. Muss man aufpassen, da muss immer ein Bein, naja, was rede ich. Ich lasse es jetzt einfach so, ja, ich übernehme jetzt keine, also das wird sicher hier falsch alles sein. Puh, Albert. Ja. Das war ja was, oder? War ich das jetzt? Ich weiß, glaub ja. Aber war ich ein bisschen stürmisch. Am Ende war Markus schon. Ich muss mal ganz kurz zu Ende stimmen. Ja, ja, mach das. Also, das ist Albert. Albert ist 28, er ist Singer-Songwriter aus Berlin und tritt unter dem Nebennamen Rauschgift auf. Stimmt das? Genau, ich habe eigentlich einen Gitarristen. Also Ach. Wir sind eigentlich zu zweit, das habe ich überhaupt nicht geschrieben, aber der war jetzt irgendwie der war noch gestern in Mailand irgendwie so und ist heute erst zurückgekommen. Der macht's richtig. Der wohnt in Erfurt. Ich habe jetzt in Erfurt studiert und bin erst seit einem Monat wieder zurück in meiner Heimatstadt Berlin. Crazy. Und wir haben eigentlich zusammen Musik gemacht, aber der konnte leider heute nicht kommen. Ich habe ihn gestern Abend noch angerufen, ihn gefragt, ob er noch mal spontan Zeit hat irgendwie nach Mailand, weil der kann das mit dem Gitarrespielen so ein bisschen besser als ich. So. Deswegen, das heißt, du bist eigentlich ein Duo und bist heute alleine? Genau, richtig. Genau. Cool. Genau. Ja, okay, das finde ich gut. Hier steht außerdem, meine Musik bewegt sich zwischen poetischer Lyrik, melancholischen Melodien, Wochenendräuschen, rauchigen Stimmen und einer Prise Rebellion. Was ist denn eine Prise Rebellion? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie so, ich wollte irgendwas Individuelles schreiben. Okay, cool. Ich habe keinen Bock auf diese 0815-Ding, ich bin der und der und so weiter. Und ich dachte, ich wollte erstmal auch noch was ganz anderes schreiben mit vollen Aschenbechern und überforderten Therapeuten. Aber irgendwie habe ich das dann irgendwie verpeilt. Überforderten Therapeuten? Deinen überforderten Therapeuten? Zum Beispiel, ja, so vielleicht. Okay. Brauchst du das Ding hier? Ich brauche es nicht, nein. Kann ich das wegräumen? Ja, klar. Weil ich glaube, auf jeden optisch Fall. Gewinnt die Bühne immer sofort, wenn das Ding nicht da ist. Genau. La, la, la. Man kann mich gut hören, oder? Ich räume die Bühne, Albert ist dran. Genau. Albert, Applaus! Achso. Genau, mein Name ist Albert, ich komme aus Berlin. Ich habe den ersten Song mitgebracht, der heißt Lebendiger als je zuvor. Und da geht es so ein bisschen darum, so sein eigenes Leben zu leben. Irgendwie ist uns so ein bisschen aufgefallen, bei mir ist es auch aufgefallen, also ich bin beruflich Sozialarbeiter. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass viele so das Leben der anderen leben, so die Erwartungen der Eltern, der Lehrer, der Mitmenschen. Und ich und mein Bandkollege, der jetzt nicht da sein kann, wir finden es umso wichtiger, so sein eigenes Ding zu machen und so nach seinen eigenen Regeln und Systemen zu leben, ja, fernweg von irgendwelchen gesellschaftlichen Meinungen und so weiter und so fort. Und davon handelt der erste Song, Lebendiger als je zuvor. Viel Spaß. Lebendiger als je zuvor, ehrlich zu mir.
Ich will nicht zusehen, wenn wieder Häuser brennen, dass ich Mörder besorgte Bürger nenn. Ich ziehe sorglos, sorglos durch die Stadt, sehe das Schöne in jedem fallenden Blatt. Ein ewiger Kunststudent, der sich an seinen eigenen Händen hält. Ich lass mich treiben wie der Adler im Wind, so sein wie ihr. Ach, ich bleib ein kleines Kind. Der nächste Song ist ganz neu. Was heißt ganz neu? Den haben wir das erste Mal live gespielt, oder ich, in Frankfurt irgendwie im März. Und der Song hat Gott sei Dank auch nur 3 Akkorde. Da braucht man sich nicht so viele Akkorde zu merken. Und der Song heißt Utopie. Und für mich persönlich ist der Song sehr, sehr wichtig, weil als ich irgendwie Ende Februar gehört habe, dass irgendwie Putin jetzt in die Ukraine einmarschiert und dass wir immer noch Krieg haben in Europa, dass wir immer noch Krieg haben in Jemen, dass wir immer noch mit Diskriminierung konfrontiert werden, mit Rassismus. Das ist einfach richtig traurig, dass wir irgendwie so in diesen 70, 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Faschismus überhaupt nichts dazugelernt haben. Aber trotzdem werde ich meine Utopie niemals aufgeben und bin trotzdem irgendwo naiv in dem Glauben, dass wir irgendwann mal friedlich miteinander leben können, auch mit billigen Mieten, vor allem in Berlin. Und ja, irgendwie 2000 oder 1800 für eine Einzimmerwohnung ist auch ein bisschen viel, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls, der nächste Song heißt Utopie und ja, für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Viel Spaß. Ich hoffe, ich kriege das hier auch mit dem Text hin, aber ich denke schon. So. Sind die Rosen, doch sie blühen weiter in unserem Herz. Verfolgt von bittersüßen Illusionen, erstochen von seelischen Schmerz. Schweinshut liegt die Stille, verborgen in dieser Zeit. Sind auf der Flucht und wissen nicht wohin. Eine ewige Suche nach einem Sinn. Und ihre Realität ist unsere Illusion. Keine Macht für niemand, jeder sitzt auf seinem Thron.
Und die Wirklichkeit ist reine Fantasie. Und was wirklich ist, ist unsere Utopie. Zwischen Größenwahn und einer Depression ertrinken wir bewusstlos gegen diesen Strom. Doch das Meeresrauschen öffnet uns das Glück. Schließen unsere Augen, kehren nie wieder zurück. Denn wir sind auf der Flucht und wissen nicht wohin. Eine ewige Suche nach einem Sinn. Keine Macht für niemand, jeder sitzt auf seinen Thron. Und die Wirklichkeit ist reine Fantasie. Und was wirklich ist, ist unsere Utopie. In der Vorbereitung auf heute Abend, ja, ich passe auf, hinter mir steht Schlagzeug so mit so Ständern zum Umfallen. Meine Recherche für heute Abend habe ich ja rausfinden wollen, wer du bist, was du machst. Mhm. Gibt es eine Internetrepräsentanz von dir oder von Rauschgift? Genau, richtig. Wir sind auf Instagram irgendwie. Das heißt Rauschgift.offizial, also das englische, dieser englische Begriff auf jeden Fall. Ich guck das gleich mal nach, ob das stimmt. Genau. Sonst kann ich auch nochmal nachgucken, mein Handy ist da hinten. Na okay, nee, genau. Wir glauben dir. Warte, ich werde es gleich mal hier eintippen. Genau, Rauschgift, Punkt und dann Rauschgift. Offizial. Und habt ihr demnächst mal wieder... Also wir beide werden dieses Jahr sicher nicht mehr zusammen auftreten, was so ein bisschen schade ist. Ich habe aber auf jeden Fall nochmal in Berlin-Neukölln, glaube ich, nochmal in einer Woche einen Auftritt, auch nochmal eine Open Stage. Ja. Und dann gehe ich erstmal in die Weihnachtspause irgendwie ein bisschen. Ja. Und ich habe irgendwie so seit gestern jetzt noch einen eigenen Proberaum und werde erstmal noch so ein bisschen Songs schreiben. Und, yeah. Ja. Und du bist ja heute quasi, du bist, ist es wahr, dass du extra angereist bist für uns heute? Ich bin extra für Magdeburg heute angereist. Yeah. Ich habe ja vorhin erzählt, ja genau, finde ich auch, dass ich das auch viel gemacht habe und
Zoro zum Beispiel hat mich gefragt, so, das lohnt sich doch gar nicht. Und ich so, naja, schon. Aber also natürlich lohnt sich das irgendwie nicht, aber irgendwie muss es auch gemacht werden. Also ich habe das immer gern gemacht und ich habe das super gern, habe das super genossen. Ich finde es cool, dass du da bist. Hast du noch einen Song für uns? Ich habe noch einen Song, ja. Ja, yeah, also noch einen von Albert und dann geht's weiter. Bis gleich. Genau. Dann will ich mich auch nochmal bedanken. Es ist bei euch schön, in Magdeburg zu sein. Ich bin auch das erste Mal hier. Ich war nur kurz mal irgendwie im Sommer mit diesem 9-Euro-Ticket, bin ich irgendwie von Erfurt nach Berlin gefahren, dann war ich irgendwie so 10 Minuten in Magdeburg und habe irgendwie eine geraucht am Bahnsteig, war aber auch schön irgendwie. Aber ich versuche vielleicht mal im Frühjahr mal vielleicht für ein Wochenende mit meinen Freunden herzukommen und so weiter und so fort. Also Magdeburg gefällt mir. Mein letzter Song heißt Neben dem Takt, irgendwie so mit Anfang 20, weil ich sehr gerne irgendwie feiern, also neben so Liedermacher-Dings, so ist auch so eine Leidenschaft von mir, Techno-Musik und so. Und wir waren damals immer sehr lange unterwegs, irgendwie so in den Berliner Clubs und dann ist irgendwann mal dieser Song entstanden und ja, viel Spaß. Hinter zugeschwungenen Jalousien lösen wir uns auf. Frei und verloren, gefangen im Rausch. Mit jedem Schluck ist die Schüchternheit. Wir nehmen noch einen Zug, dann sind wir so weit. Doch mir ist so kalt, ich fühle mich nackt. Ich schaue auf die Uhr, sie tickt seit Stunden neben den Takt. Doch mir ist so kalt, ich fühle mich nackt. Ich schaue auf die Uhr, sie tickt seit Stunden neben den Takt. Neben den Takt. Neben den Takt. Rote Augen werfen schwarze Schatten in fensterlosen Räumen. Farblos unsere Stimmen und doch so wunderschön. Wenn sie erzählen, wovon wir immer träumen. Doch mir ist so kalt, ich fühle mich nackt. Ich schaue auf die Uhr, sie tickt seit Stunden in den Takt. Und mir ist so kalt, ich fühle mich nackt. Ich schaue auf die Uhr, sie tickt seit Stunden in den Takt. In den Takt. Nimm den Takt, nimm den Takt, nimm den Takt. Dankeschön. Nochmal einen großen Applaus bitte für Albert Deutschmann. Und du musst mir noch gleich verraten. Ja, dicken Applaus. Willst du ein Bier? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist mein Job hier, den Alkohol ausschenken. Ich komme mal zu dir hoch. Grüß auf jeden Fall die Berliner Clubs, lieb von mir. I miss them. Vielen lieben Dank und auch vielen Dank nochmal für das Teilen von Utopien. Ich finde das so wichtig. Komm gut zurück in die Hauptstadt. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, wow, ich möchte hier Teil davon sein, ich möchte ja auch gerne mal auftreten und traue mich vielleicht sonst irgendwo nicht, bei mir können Sie sich immer wohlfühlen, dann schreiben Sie auf jeden Fall an kerben@theater-magdeburg.de und seien Sie die nächsten Male mit dabei und haben Sie keine Sorgen, wir beißen nicht, oder? Nee, wir sind nice, ja. Komm gut zurück.
Wenn Sie Durst haben, bedienen Sie sich gerne an der Bar. Da gibt es bestimmt noch, nee, eben nicht bedienen, sondern holen Sie sich was an der Bar. Ich verwechsel es immer wieder. Und an der Stelle möchte ich die nächste Band begrüßen. Ich glaube, der Song gerade war eine sehr gute Überleitung, denn ein Teil der Band kenne ich zwar nicht aus den Berliner Clubs, aber aus den Magdeburger Clubs, genauer gesagt aus dem Flower Power. Wir hatten eine sehr gute Zeit dort zusammen. Begrüßen Sie herzlich mit mir auf der Bühne das Duo Querido und Müller. Herzlichen Applaus. Lassen Sie sich entführen von den beiden in eine Welt, die, wie Sie beschreiben, Film im Kopf Musik ist. Und mehr dazu hören wir auf jeden Fall gleich. Erstmal viel Spaß mit den Dreinchen. Dankeschön. Kurz und schmerzlos. Thank you.
Dankeschön. Wie sieht euer Durst aus? Bier? Wollt ihr ein Bier haben? Soll ich was mitbringen von hier drüben? Yes. Want some beer? Yes, of course, Peter. Gerne. So viele Hände, wie frei sind. Ich kann das, kein Problem. So. Ein Bier und zwei Bier. Und ich komme zwischen euch. Can I just come here? So, ich hab's ja gut, ne? Ich stehe den ganzen Abend zwischen hübschen Männern rum und lass mich bespielen. Das ist der Hammer. Dankeschön. So, ihr habt eure Musik ja als Musik im Kopf, oder? Film im Kopf Musik beschrieben. Martin Müller hier übrigens, links von mir. Was heißt das eigentlich? Film im Kopf Musik. Und du musst ins irgendein Mikro. Ah ja, cheers. Hier sind ja welche. Wollt ihr alle mittrinken? Cheers mal auf die Bands eigentlich, auf den ganzen Abend. Das ist doch wundervoll. Cheers. Oh je, jetzt kriege ich dieses Mikrofon. Ist das denn sinnvoll? Das mir ein Mikrofon zu geben, meine ich. Ich kann es dir auch jederzeit wegnehmen, ich habe die Macht. Okay, dann los. Wo waren wir gerade bei dem Namen? Bei der Film im Kopf Musik. Ja, der Name war das notwendige Übel, das, was zum Schluss kam. Denn man fragte uns, was wir eigentlich machen. Und wir haben uns auch gefragt, also nicht, was wir machen, wussten wir schon, aber wie kann man das bezeichnen? Und uns fiel nichts anderes ein, außer das, was Pedro immer wieder gesagt hat, das ist eigentlich Filmmusik, nur gibt es den Film dazu noch nicht. Und dann kam ich irgendwie auf das Wort Film im Kopf Musik. So, klingt ein bisschen, ja, merkwürdig, aber...
Nee, es klingt erstmal Romansch, but so we talk in English. We decided to just keep it English, right? I know you from Flower Power, actually. Just to say it again, it was a very nice night. I really enjoyed the night. But can you maybe explain more, why is the music like from films? We try to, just like film music, the genre, let's say, we try to paint pictures. I don't want to sound pretentious, but that's the way it is. We try to bring some atmosphere, and I think we both enjoy to do this kind of music very much because there's no lyrics, so there's no message, there's no chorus to memorize. You're free to feel what you want when you listen to our music, and I think that's nice. Yeah, thank you. I started dreaming away, so I nearly forgot to come on stage. Thank you for that. But one more question, like, are you only a duo or also like having like solo gigs? I want more kids, but Martin not. I mean, kids, more musicians. Or gigs? Yeah. Oh, okay. Yeah, I would like to have a bigger band, but. Okay. So, just a. Was? Nö. One last Hab sentence. Nichts weiter zu sagen. Okay, so enjoy the last song with the band, and I take away the mic. In der Bierhand. Passen noch zwei Mikrofone rein. Das stimmt. Voila. Viel Spaß noch mit dem letzten Song. Fertig? Thank you.
Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Okay, Jungs, notorisch schlechtes Selbstmarketing als Musiker kennt ja jeder von uns, aber wo finde ich euch online? Ha. Bei Facebook zum Beispiel. Weißt du gerade, wie die Seite heißt? Ich? Nein, der Pedro. Ich glaube, wenn man bei Facebook hinter den Schrägstrich Querido und Müller Musik eingibt, ich glaube, einfach Film im Kopf Musik eingeben. Ich glaube, dann findet man das. Film im Kopf Musik, sehr gut. Und Pedro ist ja auch noch solo unterwegs. Und wie heißt dein Instagram, Pedro? Oh, I forgot. I think it's Pedro Querido Music. Und Querido schreibt man mit Q. Q-U-E-R-I-D-O. Kann ich sehr empfehlen. Hier, besser Mann. So, danke sehr. Ja. Das war very good. Ich möchte jetzt bitte zum großen Finale die Band auf die oder beziehungsweise die Techniker bitten, dass alles soweit, dass hier nichts mehr umfällt. Ich meine, ich habe mich extra weit weg jetzt von allem. Jetzt geht es hier nämlich richtig rund mit richtig echtem Schlagzeug. Santo ist schon da. Ja, ich freue mich wirklich sehr, jetzt begrüßen zu dürfen die Band Harlekin. Wo sind meine Zettel? Ich weiß natürlich alles auswendig, aber... ja, genau. Ganz kurz wusste ich nicht mehr, wie der Schlagzeuger heißt, obwohl ich das eigentlich hätte auch wissen sollen dürfen. Paul am Schlagzeug, Santo an der Gitarre und ja, ich meine, ihr seht ja, was passiert. Ich sehe auch, was passiert. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Die beiden, wenn ich mich nicht irre, gibt es neue Songs zu hören, die auch ich noch nicht kenne, obwohl ich eigentlich das Oeuvre der Band mit dem Oeuvre vertraut bin. Also ich bin sehr gespannt. Optisch schon mal ganz weit vorne, würde ich sagen. Ah, ja, ja. Kann ich noch irgendwas tun? Hoffentlich, ja. Okay, ich darf mich hinsetzen und harre gespannt der Dinge, die kommen. Stimmt das? Ja. Ja. Gut. Viel Spaß mit Harlekin. Hallo. Merkst du nicht, dass du nicht auf eigenen Beinen stehst, sondern dass du dich wie von alleine bewegst, umgeben von Fäden umwobenes Ich, versuchst dich zu befreien, doch verknotest. Wieder versuchst du dich selbst zu lenken, doch erkennen erfordert diffuses Denken. Der Versuch von den Fesseln, den Ursprung zu erkennen, sie führen zu genickernden Fußgelenken. Es gibt keine Lücke in diesem Geflecht, das Lächeln in deinem Gesicht ist nicht echt. Es ist aufgemalt auf eine Kugel aus Holz, doch das einzusehen, dafür bist du zu stolz. Das Leben auf der Bühne hat es selber geliebt, doch in Wirklichkeit hast du nur dir selber etwas vorgespielt. Du bist der Protagonist, doch nicht der Star des Ganzen. Es sind fremde Hände, die dich tanzen lassen. Die dich tanzen lassen. Und du willst dich erheben, doch etwas hält dich fest. Ein Wesen durch Weden zum Leben erweckt. Lass es rauf, lass dich fallen, ich fang dich auf. Hab dich voll und ganz in der Hand und jetzt tanz, tanz, tanz. Und du willst dich erheben, doch etwas hält dich fest. Ein Wesen durch Weden zum Leben erweckt. Lass es rauf, lass dich fallen, ich fang dich. Harte Proben, die
die Leute haben gezahlt und die Erwartungen sind hoch. Du bist nervös und angespannt, hast dich vor den Spielen Angst. Würdest nur gerne einen Text, mit dem du dich identifizieren kannst. Kostümierung sitzt und du setzt deine Maske auf. Lächeln im Gesicht, doch darunter sieht es anders aus. Ruhe jetzt, fasst euch bei den Händen. Die Gestalten um dich rum sind nur die Schatten an den Wänden. Tausend Scheinwerfer an und du kannst nichts mehr sehen. Alles beginnt in dieser Nacht einen Sinn zu ergeben. Und du fühlst dich frei, lässt dich fallen, reißt dich von den Fäden ab und spielst deine Rolle so fantastisch wie jedes Mal. Du sagst deine Text und du machst dich schlecht. Du mutierst zu der Rolle in, die du dich steckst. Die Bühne ist weg, die Kulissen sind echt. Der Vorhang zerfällt, der Lauf verärgert. Und du willst dich erheben, doch was hält dich fest? Ein Wesen durch Fäden zum Leben erweckt. Lass es raus, lass dich fallen, ich fang dich auf. Hab dich voll und ganz in der Hand und jetzt tanz, tanz, tanz. Und du willst dich erheben, doch etwas hält dich fest. Ein Wesen durch Fäden zum Leben erweckt. Lass es raus, lass dich fallen, ich fang dich auf. Hab dich voll und ganz in der Hand, 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 und jetzt. Wer hat gemerkt, dass seine Gitarrenseite gerissen ist? Aber der Rest nicht. Das haben wir durchgezogen. Ein bisschen schlecht ist mir schon. Angst vor der Angst oder die Menstruation. Ein bisschen Pech hab ich ja schon. Dass alles an mir hängen bleibt, mein Sohn. Es gibt Tage, an denen will man Löcher in die Luft beißen und den ganzen Mist entfliehen. Pack meine Koffer, um für immer zu verreisen, oder sag mir, was hält mich noch hier? Nicht der Job, für den ich mich bück, nicht der Trott, der mich erdrückt, und auch kein Ehemann. Keine Chance, gleicher kein Glück, kein Vor und kein Zurück. Doch steh hier immer noch, doch sicher nicht mehr stramm. Sie meinten, ich sei wohl zu groß für den Scheiß. Ich trag ein rosa-rotes Kleid. Das so ist aber groß, ist doch schlecht, das bloß nicht sein. Denn der Mann ist bestimmt mal immer noch allein. Der Mann ist bestimmt mal immer noch allein. Finde mal Lügen aus Angst vor Reaktion. Will mich schützen vor Sprüchen, wie das gehört verboten. Auf Zehenspitzen auf dem Weg, die Grenzen auszuloten. Kein Schritt zu weit auf unheiligen Boden. Mein Körper, meine Waffe, mein Gefängnis. Wo geh ich hin, wenn es in mir drin zu eng ist? Denk doch bitte nicht so viel nach, denk ich ständig. Unter Decken versteckt, keinen Grund je wieder aufzustehen. Draußen lauern tausend Blicke, kein Grund das in Kauf zu nehmen. Suchst du deinen Platz, aber alles ist besetzt. Dann lern besser fliegen, denn bald fliegst du aus dem Nest. Sie meinten, ich sei wohl zu groß für den Scheiß. Ich trag ein rosa-rotes Kleid. Wenn das so ist, wenn man groß ist, möchte ich das bloß nicht sein. Denn wer man ist, bestimmt man immer allein. Sie meinten, ich sei wohl zu groß für den Scheiß. Ich trag ein rosa-rotes Kleid. Wenn das so ist, wenn man groß ist, möchte ich das bloß nicht sein. Denn wer man ist, bestimmt man immer allein. Ich bin bestimmt nicht allein.
dich krank. Alle, die was wissen, wissen das besser. Du weißt nicht, was in der Nacht alles so zum Leben erwacht. Was hast du wieder angeschleppt? Ein ganzen Sack voller, was mach ich jetzt? Planlos die Fahne auf den Mast gesetzt und segelt ahnungslos ins Abendrot. Weiß nicht weiter, weiß nicht, was du suchst. Schwimmst Kreise im Fragenpool. Vielleicht ordnest du jeder eine Antwort zu, doch für Interpretationen bleibt immer noch Platz genug. Wenn du jetzt vielleicht nicht viel verstehst, manchmal rettet dich Naivität, informier und interessier dich besser stets. Doch wenn du's weißt, dann lässt es dich vielleicht nicht mehr gehen. Wissen macht dich krank. Alle, die was wissen, wissen das besser. Du weißt nicht, was in der Nacht alles so zum Leben erfahren. Wissen macht dich krank. Du siehst, die Welt wird nach und nach zerstückelt. Besser mach es jetzt nicht schlimmer und sei glücklich. Ein guter Mensch zu sein, das ist so wichtig. Das ist gut zu wissen und der Rest ergibt sich. Manchmal kriegst du sie dann doch zu spüren. Die Wahrheit hinter den verschlossenen Türen. Wollte dich doch bloß an bessere Orte führen, wo Freiheit und Liebe anstatt Hass regieren. Das Gesagte wert. Wir glauben die Wahrheit schon lange nicht mehr. Denn so manches läuft so krass verkehrt. Möchte doch einfach wieder lachen lernen. Tja, Wissen macht dich krank. Alle, die was wissen, wissen das besser. Du weißt nicht, was in der Nacht alles so zum Leben erwacht. Guckst du mich erwartungsvoll an, Santo? Mir wurde gesagt, nach drei Songs möchtest du uns mit Fragen beehren. Echt, ja? Da gab es einen cleveren Übergang. Ach so, echt? Zwischen war zwei ich Songs. Zu dumm, das. Ach so, krass, ja. Normalerweise, ich bin ja Schlagzeuger eigentlich und bis vier kriegen wir meistens hin. Mehr nicht, ja. Aber naja. Ach so, hups. Da sind wir schon. Ja, das ist hier neben mir Santo. Ich habe echt auch eine Weile vorhin überlegt, woher wir uns eigentlich nochmal genau kennen. Und dann, bis du den ersten Song gespielt hast, habe ich mich auch echt gefragt dazu. Ah, wie konnte das nochmal passieren? Wir sind natürlich auch Nachbarn, ist ja klar, das muss ich hier fast gar nicht mehr sagen. Magdeburg ist halt sehr klein. Wie ist denn das für dich? Du wirst ja jetzt in Magdeburg urstkrass rumgereicht. Naja, vorhin hast du mich ja gefragt, die Leute, nein, es ist doch so, du hast zu mir gesagt, alle kennen den Szymanski. Und ich denke so, naja gut, aber mindestens die Hälfte der Leute haben auch echt schon genug langsam, ja, weil ja Magdeburg nicht so groß ist und wenn man jedes Angebot annimmt, so wie ich, ja, das hat mehrere, naja, hör mal, ich will ja auch was zu essen haben, ja, und außerdem ist ja jeder Auftritt auch ein bisschen Übung, aber dann denke ich manchmal so, die armen Leute, die das nicht so richtig leiden können, die müssen das trotzdem jede Woche irgendwo sehen, das will ja keiner, ja. Also wir haben schon viel gespielt dieses Jahr in Magdeburg, also irgendwie gefühlt auf jedem Event. Und wir haben es auch alles dankend mitgenommen. Also wir wollten einfach live spielen und wir wurden gefragt und einen größeren Luxus kann man eigentlich nicht haben als Musiker. Das stimmt, das war ja auch keine Kritik, sondern es war ja nur so ein... aber, ja so ähnlich. Aber trotzdem ist ja auch der Anspruch, aus Magdeburg irgendwie rauszukommen und nicht für immer dieselben Feste zu spielen. Auch wenn du das ganz toll machst. Ja, ich mach das auf jeden Fall. Und wie sieht das, genau, das heißt, wie sieht euer Leben als Harlekin 2023 wahrscheinlich aus? Wir bringen ein Album raus. Ja, Mann. Unter anderem sind die letzten beiden Songs damit drauf.
Und wir wollen auch ein Release-Konzert machen, wo wir uns ganz viel Mühe mitgeben, uns eine coole Show ganz lange zu überlegen. Und da seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Und weißt du schon, wo das sein wird? Wir haben überlegt, im Moritzhof in dieser Scheune. Das wäre richtig toll, weil es auch richtig toll schön da ist. Aber mal schauen, ne? Ich glaube, da wird irgendwie der Hof gepflastert. Ich keine Ahnung, mal schauen. Okay, und das heißt, einen genauen Termin kannst du uns ja nicht sagen, sondern nee. Wir müssen dir wo folgen? Auf Instagram zum Beispiel. Da bin ich am aktivsten und schreibe, ach, wir haben auch eine Website. Also, kommt man auch über Instagram hin, aber einfach harlekin.de findet man eine Website. Und ich gebe mir Mühe, die Live-Termine immer zu aktualisieren. Da kann man das gucken, wo wir das nächste Mal sind. Und man kann da auch CDs ersteigern dann irgendwann. Und Merch, den wir auch machen wollen. Also wir haben viel vor nächstes Jahr. Ja, wir wären dankbar, wenn du das wirklich transparent machen würdest, dass wir das immer alles vorher wissen. Stimmt's? Genau. Ja. Sag mal, Paul. Ja? Brauche ich ein Mikrofon? Normalerweise darfst du gar nichts sagen, oder? Nö. Ich darf nie was sagen. Also ich sag einfach nichts, weil ich nicht so eine schöne Stimme habe. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Ich habe eigentlich aus Nächstenliebe jetzt das Sprechen übernommen, weil Paul ist so krank. Der hat sich so hierher geschleppt heute. Ja, der ist eben nebenan eingeschlafen und ich habe ihn wieder aufgeweckt, damit wir jetzt... Hey Paul, wir sind jetzt dran. Und wirklich, immer diese Maschine hier aufzubauen, dafür braucht es halt auch eine Maschine. Ja, da geht's ja, glaube ich, jedem Zweiten heute so, dass eigentlich müsste man im Bett sein, genau, inklusive mir. Ich schwöre, Corona-Test habe ich gemacht, daran liegt es nicht, aber alles andere geht eigentlich nicht klar. Ihr habt aber noch einen, oder? Ja, wir haben noch einen. Ja, Mann! Und genau, das wird also der letzte Song sein von unseren Gästen. Und ich bedanke mich noch nicht bei allen. Nee, das machen wir später, sondern ich setze mich wieder hin, halt die Klappe und brauchst du deine Gitarre? Nee. Kannst auch meine sonst nehmen. Da sind alle die ist ja kaputt. Ja. Das lasse ich lieber. Es gibt genug Gitarren. Okay, also viel Spaß beim letzten Song von Harlekin. Vielen Dank, Jungs. Bis gleich. Dankeschön. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen mit mir mitzusingen. Das geht folgendermaßen. Nehmen wir mal. Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Das war's. Ich warte auf dich, sei ein Teil meiner Crew, die am Fangen.
das letzte Grün zwischen all den grauen Steinen. Wenn die Sonne ertrinkt, ich da verschwinde, bin ich da. Mach die Nacht zum Tag, du kannst alles von mir haben. Wir alles und uns dann doch in diesem Nacht gehört nur mir allein. Vielen Dank. Wir waren Harlekin, Paul am Schlagzeug, Santo am Gesang und Gitarre. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Und die letzten Worte haben die beiden Moderatorinnen. Lieben Dank. Ich denke mal, du willst wahrscheinlich kein Bier. Wenn du sagst, du willst wahrscheinlich kein Bier, wenn du dich gar nicht so. Willst du was trinken? Ja, ein Bier nehmen. Sektbier, super. Na. Aber ich riech mal dran. Nee, das ist verboten. So, ich würde jetzt mal weder Hausfreund Semanski noch Harlekin rumreichen, sondern ich habe hier so ein paar Schoko-Nikoläuse, die können sie unter sich aufteilen. Wir haben leider nur diese Packung, also die wollten wir eigentlich an die Künstlerin verteilen, aber haben es natürlich vor lauter Professionalität vergessen. Deswegen genießen sie es auf jeden Fall. Und damit kommen wir schon zum letzten Auftritt des Abends. Wir haben uns lange überlegt, wie können wir sie verabschieden, wie können wir sie gut in den Abend entlassen und haben uns gedacht, wenn ich das richtig verstanden habe, Semanski, so ein richtig depressiver Song von dir. Hast dich umentschieden? Kein Problem, wir sind spontan, also doch nicht depressiv, in irgendeiner Weise anders. Es gibt einen Abschiedssong von Hausfreund Semanski. Wenn sie jetzt noch, solange die Gitarre gestimmt wird, Durst haben, an der Bar bekommen sie, glaube ich, immer noch Getränke oder sie haben natürlich schon jetzt die Idee, wann sie auftreten wollen und schreiben direkt von ihrem Mobiltelefon aus an kerben@theater-magdeburg.de die Anmeldung für die nächste Show. Und ich kann natürlich auch weiter sie irgendwie voll brabbeln. Guck aber mal so nach links, wie lange brauchst du noch? Noch ein bisschen, ich quatsch noch so ein bisschen. Dann frage ich mal in die Runde, hat jemand von Ihnen denn den ukrainischen Frauenchor schon gesehen? Da hinten ein paar. Alle, die es noch nicht gemacht haben, soweit ich weiß, ich erzähle oft auch gerne Quatsch. Meiner Meinung nach treten die im Januar auch, nee, jetzt quatsche ich noch, treten die im Januar auch nochmal auf. Das ist auf jeden Fall eine Gelegenheit. Und das sage ich deswegen, weil der ukrainische Frauenchor, ähnlich wie die Open Stage, im Rahmen der Kometen, das ist eine Reihe, die hier am Theater Magdeburg stattfindet, das sind BürgerInnen-Projekte und die werden von der richtigen Kanone organisiert. Die steht irgendwo da hinten, ich kann sie nicht sehen. Aber ohne Doro Lübbe würde ich hier gar nichts laufen. Deswegen einen dicken Applaus an Doro Lübbe, die all das möglich macht. Da hinten sitzt sie. Genau. Ohne diese Frau wäre das alles gar nicht möglich. Und vielen lieben Dank dir für dein Engagement. Und jetzt darfst du. Danke. Ich habe mich umentschieden. Wenn das eben klang wie so ein harter Diss gegenüber Santo und Paul, das war natürlich so nicht gemeint, sondern wenn man in so einer kleinen Stadt wie Magdeburg einfach jedes Wochenende irgendwo spielt, naja, ich habe schon Verständnis, wenn Leute auch sagen, Alter, muss das sein? Und ich bin ja selbst auch umgeben von Männern mit Gitarre und das ist nicht leicht. Und wenn man dann selber auch noch einer davon ist, doppelt schwierig. Und wenn man dann versucht, eine Open Stage zu kuratieren, ich kann zum Glück immer alles an Doro abgeben, aber die sagt immer, wenn ich einen guten Vorschlag habe, ja, schön, dass du noch einen Mann mit Gitarre kennst. Und ich so, ach ja, stimmt. Wo sind eigentlich die Frauen? Die haben anscheinend halb so viel Mitteilungsbedürfnis und Geltungsbedürfnis wie die Typen. Was soll ich dazu sagen? Ich gehöre dazu. Was sagst du? Ach, oh. Ja, das kommt noch dazu. Ich, also ständig, naja, es ist ja auch Weihnachten, da kann man schon mal in so ein Festnäpfchen treten. So, jetzt kommt das Lied. Mann mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz.
Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Mann, mit Gitarre, du nervst. Du siehst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Du singst doch so gern. Na, willst es nicht mal lernen? Gitarre, sagst du, mach dir Freude. Ich sag, denk doch auch mal an die Leute. Mann, mit Gitarre, du nervst. Du siehst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Du merkst es vielleicht nicht, aber das, was du startest, das zündet gar nicht. Tischtennis, das wär doch was für dich. Oder Modelleisenbahnplatte. Mann, mit Gitarre, du nervst. Du siehst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Um Himmels Willen, ich glaub, der wär Bob Dylan. Diddle-doodle-dei. Und ich hab wieder nichts zum Lesen dabei. Wann kommst denn mal zum Ende? Ich brich dir beide Hände. Mann, 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 mit geht, Mann, Mann, das nervt, Mann. Security, bitte, bitte übernehmen Sie, bitte, 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 bitte. Ich habe für das Lied kein Ende geschrieben, das geht jetzt bis 23 Uhr durch. Ja, danke sehr. Der Refrain ist ja wirklich auch sehr einfach, extra mit Absicht. Vielleicht, wenn ihr mir den entgegenbrüllen könntet. Mann, mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von... Sehr gut. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert? Oder bitte jetzt alle. Mann, mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Aha, dein Geist ist wach und kritisch. So, so, du äußerst dich politisch. Aber für solche, die Visionen haben, gibt's doch lang schon was von Ratiofarm. Mann, mit Gitarre, du nervst. Du siehst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was? Letzte Chance jetzt. Mann, mit Gitarre, du nervst. Du siehst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Komm mal zum Ende, denk an deine Hände. Mann, 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 Gitarre, Mann, das nervt. Also in dem Sinne, wenn ihr Lust habt, auf der Bühne von Kerben zu stehen und wenn ihr, na gut, selbst wenn ihr männlich seid und euch auch als solches identifiziert, wir würden auch noch ein paar Ausnahmen machen, aber das nervt. Ist schon 23 Uhr eigentlich? Hier sehr, sehr starke und gewaltbereite Security. So, das war mein Schlagwort auf jeden Fall. Dicker Applaus für Hausfreund Szymanski und die Selbstironie. Tausend Dank dir, du Mann mit Gitarre. Tausend Dank auch an euch, an das tolle Publikum, das ihr seid und uns hier durch den Abend begleitet habt. Und wenn ihr jetzt dachtet, also schön, wenn ihr es uns zutrauen würdet, Hausfreund Szymanski und Daria haben den ganzen Abend komplett selber gestaltet. Ist jetzt nicht ganz so der Fall, kann man sagen. Einmal nochmal ein dicker Applaus an Doro Lübbe von den Kometen. Und natürlich einen fetten Applaus nochmal für alle Künstlerinnen, die heute aufgetreten sind. Das waren einmal Harlekin, Antje Mehnert, das Duo Querido und Müller, Albert Deutschmann aus Berlin und Element of Krakau, genau. Des Weiteren geht ein ganz, ganz großer Dank von uns natürlich an die Requisite, die uns hier, ich finde, wirklich wunderbar ausgestattet hat. Ihr könnt jetzt weiter, klatscht einfach, klatscht so wild ihr könnt.
bis ihr Kerben habt in den Händen. Dann die Bühnentechnik dort hinten, ohne die bei so einer Show natürlich gar nichts laufen würde. Und falls ihr euch gefragt habt, warum alle auf der Bühne so fabelhaft aussehen, das liegt natürlich an der Beleuchtung. Vielen Dank auch dafür. Das Vorderhauspersonal, das sie alle begrüßt hat. Und natürlich ganz besonderen Dank auch nochmal an die Tonabteilung. Sie müssen noch eine Weile, also Sie können sich noch weiter einklatschen. Wenn Sie jetzt richtig Lust bekommen haben auf noch mehr Veranstaltungen hier am Theater Magdeburg, dann machen wir mal so eine kleine Schleichwerbung. Der Mann mit Gitarre steht schon wieder am Mikro, das macht mir Angst. Das macht ihr Angst, zu Recht. Am 30.01. ist das nächste Mal Kerben übrigens. Aber das wolltest du gar nicht sagen, du wolltest andere Sachen sagen. Ich wollte das zum Schluss sagen, aber da können Sie sich natürlich anmelden bei kerben@theater-magdeburg.de und wir freuen uns auf jeden Fall über ein diverses Publikum, wo natürlich weiterhin Cis-Männer auch erlaubt sind. Danke. So, ja, wir sind offen. Also, wir sind da tolerant. So, auf jeden Fall erwartet Sie demnächst eine Lesung, und zwar aus unseren Feuern, heißt die vom gebürtigen Magdeburger Autor Domenico Müllensief, und zwar am 21.12. hier im Schauspielhaus. Und anschließend findet Katzengold statt. Das googeln Sie nochmal, was das genau ist. Ich kann es nur empfehlen, es macht immer sehr viel Freude, an Katzengold teilzunehmen. Dann haben wir wieder Monitor Ukraine am 22. Dezember. Und da laden wir auch herzlich ein, teilzunehmen und auch zum Weihnachtssingen, das vom Klavier begleitet wird. Klingt auch spannend. Und zu guter Letzt, jetzt darfst du es nochmal sagen, finde ich. Am 30.01. ist das nächste Mal Kerben hier. Da freuen wir natürlich uns ganz besonders, wenn wir Sie auch wieder begrüßen dürfen. Ansonsten einen ganz dicken Applaus für diese einzigartige, hochprofessionelle Moderation von Hausfreund Szymanski und meiner Wenigkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Daria Kinga Majewski. Hausfreund Szymanski.